okay. Gib mir ein Bier. Raus mit den Mäusen. Denkst du? Guck mal genau hin. Suchen Sie jemand hier? Was geht Sie das an? Das reicht noch nicht für ein Bier bei uns, mein Lieber. Ist bei euch Inflation oder was? Das sind seine Preise. Ich habe bezahlt. Hier bedeutet ein Dollar nicht viel. Ein Bier kostet bei ihm $2. $2 für ein Glas Bier, das ist ja Wucher. Suchen Sie Streit hier? Vor euch habe ich keine Angst. Wenn Ihnen unsere Preise nicht gefallen, beschweren Sie sich doch beim Sheriff. Auf den scheiße ich. Los. Moment, mein Junge. Die Sache lässt sich ja auch ohne Gewalt erledigen. Gehen wir doch gleich zum Sheriff. Hau ab, wenn du kannst. Thank you.
hast du geladen? Nur Lebensmittel. Mehl, Bohnen, Speck. Ja. Viel bringt euch das bisschen Proviant, das ich geladen habe, sowieso nicht ein. Das stimmt. Viel ist der Kram nicht wert. Ja. Den Weg nach Desert Springs kannst du dir sparen. Ich kaufe dir den ganzen Trödel für 300 Dollar ab. Das geht aber nicht, weil Mike O'Connor die Ware schon gekauft hat. Geht es nicht in deinen dicken Kopf, dass ich eine geschäftliche Unterredung mit dem Herrn habe? Nicht wahr? Ich hab euch doch schon gesagt, dass das nicht geht. Die Ware gehört mir nicht. Nein. Ich habe nur Anweisungen, die Ware auszuliefern. Na, und Ärger mit meinem Boss will ich schließlich auch nicht kriegen. Es fragt sich, welcher Ärger dir angenehmer sein wird, ne? Wir haben nichts zu verkaufen, es sei denn, ihr braucht Rizinusöl oder Babywindeln. Was sollen wir denn damit? Auf der Farm brauchen wir Werkzeuge. Tut mir wirklich leid, die gibt's nur in Freddys Laden. Da kommen wir gerade her. Ach, da konntet ihr wohl die Preise nicht bezahlen, hm? Sind eure vielleicht besser? Wenn wir etwas zu verkaufen hätten, wären unsere Preise auch vernünftig. Hey, Moment mal. Seht euch das an. Das sind doch Freddys Leute. Mit den Waren, die wir gekauft haben. Sie müssen erfahren haben, dass wir neue Ware erwarten. Bleib hier, Sheila. Bleib doch hier, bitte. Mach keinen Unsinn. Keine Qual gibt's, keine Höllenfolter, die dem Zorn eines Weibes gleichkommt. Macbeth. Zweiter Akt, dritte Szene, elfte Zeile. Mach, dass du rauskommst, du verdammtes Schwein! Und lass mich nie wieder sehen! Sonst werden sie dich noch mit den Füßen nach oben aus der Stadt schleifen! Schmarotzer wie dich brauchen wir nicht. Und sich dann noch über unsere Preise beschweren, das haben wir gern. Umsonst ist nur der Tod. Und nicht mal der, der kostet das Leben. Hey, Lucky, du kommst dir wohl mit deinen Sprüchen sehr groß vor, du glatzköpfiges Schwein, du. Sprechen Sie mit mir, Miss Sheila? Du solltest mal in den Spiegel gucken, falls du überhaupt einen hast. Wo habt ihr die Ware her? Wir haben sie gekauft, oder was dachten Sie? Sehr merkwürdig, nicht? Die habe ich gekauft. Das ist die Ware, die ich bei Martins in Sacramento bestellt habe. Ich werde mit Brady sprechen. Na, was maulst du hier rum? Lade lieber das Zeug ab! Ah, nett, dass Sie mich auch mal besuchen. Nicht so nett, wie Sie denken. Die Sträucher, die für Sie arbeiten, haben mir meine Ware gestohlen. Sie müssen sich da täuschen. Wollen Sie vielleicht behaupten, dass sich einer meiner Geschäftsfreunde mit Raub abgibt? Dann können Sie mir bestimmt erklären, wie Sie zu der Ware kommen, die mein Vater vor einer Woche in Sacramento bestellt hat. Diese Ware haben wir gekauft. Hier ist die Quittung. Das dürfte doch wohl als Beweis genügen. Ihr habt euch die Ware für 300 Dollar unter Nagel gerissen. Ich kenne eure sauberen Geschäftsmethoden. Ihr seid dreckige Schweine. Vielleicht gibt's noch ein paar anständige Jungs hier, die auf euer Geld pfeifen und euch endlich mal zeigen, was ein ehrlicher Konkurrenzkampf ist. Wer mich übers Ohr hauen will, der muss früh aufstehen, Brady. Wenn Sie mit Ihrem albernen Laden pleite gehen, dann könnten Sie bei mir was verdienen. Ich könnte noch eine Waschfrau gebrauchen. Schnappschwanz, du lässt dir das alles gefallen. Als wohlerzogener Gentleman mische ich mich nicht ein, wenn sich zwei Hühner die Augen auskratzen. Bitte. Und ihr sitzt herum wie die Ölgötzen. Aber was sollen wir denn machen, Sheila? Genau genommen sind wir doch schon alle pleite und durch die Brust geschossen. Sei doch endlich mal vernünftig, Mädchen. Dieser Brady hat doch jeden Einzelnen von uns hier ruiniert. Aber leider kann ihm keiner was anhaben. Mhm. Dazu ist er viel zu ausgekocht. Brady wird kein Richter etwas vorwerfen können. Es wäre völlig sinnlos, ihn beim Gouverneur anzuzeigen. Reiner Zeitverlust. Wir haben einen feinen Sheriff. Ja. Jedes Kind weiß doch, dass er von Brady gespickt wird. Nicht wahr? Alles Gauner. Habt ihr Angst vor den Banditen? Du spielst dich ja auf und spuckst große Töne, liebe Sheila. Weil du nämlich ganz genau weißt, dass diese Kerle nie auf Weiber schießen. Tatsächlich? Mir ist es Schnuppe, auf wen ich schieße. Mach keine schlechten Witze, Mädchen. Zu der Brady-Bande gehören die gefährlichsten Mörder unserer Stadt. Ja, das stimmt. Wir sollten froh sein, dass Brady sie einigermaßen an der Kandare hält.
Weil der Beerdigungsunternehmer brotlos ist, sollen wir diesen Banditen vor Dankbarkeit die Füße küssen. Was für feige Hunde ihr doch alle seid! Sheila! Dieses Weibstück hat keine Kinderstube. Ein starkes Stück. Sheila, diese Männer hier sind unsere Gäste. Ja, ich weiß schon. Unsere lieben Gäste. Deshalb habe ich höflich zu sein. Na, meine verehrten Herren, worauf warten Sie denn noch? Ich will Sie nicht aufhalten. Ihre Zeit ist kostbar und meine auch. Wenn Sie weiter nichts zu sagen haben, verschwinden Sie wieder in Ihren Kramläden. Gehen Sie schon! Beeilen Sie sich, solange Sie noch Leben haben. Und wenn Sie danach einen Job suchen, dann verpasst Ihnen Brady bestimmt einen. Ach was! Glaubst du etwa, dass ich für Bradys Freundin Waschfrau spiele? Glaubst du das vielleicht? Mal weg da. Macht mir Platz. Jetzt zeige ich euch ein praktisches Beispiel von euklidischer Geometrie. Quod erat demonstrandum. Oder populär ausgedrückt, mein Junge, so gewinnt man beim Billard. Herzlichen Glückwunsch, Senor. Diesmal haben Sie haushoch gewonnen. Aber sicher lassen Sie sich nicht lumpen und geben mir noch eine Chance. Etwa beim Kartenspiel? Gewiss, Senor. Oh, nein, das kommt gar nicht in Frage. Faber qualquisque fortune, hat Cicero gesagt. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, hilft den geistig Unterentwickelten. Sie sollten sich an die Vollidioten halten, die hier herumlungern. Ich bin für Sie ganz bestimmt nicht Opfer, Senor. Los, bring das rüber. Ja, Senor. Hier ist Ihr Drink. Geben Sie mir einen kleinen Becher Gift, mein lieber Schwamm. Bitte das Spiel zu machen, meine Damen und Herren. Reichen Sie Ihrem Glück die Hand. Bitte das Spiel zu machen. Ihre Einsätze, bitte. Machen Sie das Spiel. Keine Einsätze mehr. Bitte nichts ersetzen. Fünf Rot Perimank. Einen Augenblick, Freundchen. Hast du dir nicht eben das Geld vom Tisch geschnappt? Das ist alles, was ich noch besitze. Ich habe über 400 Dollar verloren. Mein herzliches Beileid. Du bist ein Pechvogel. Ich habe über 6 Monate für das Geld schuften müssen. Dann wird's ja Zeit, dass du jetzt wieder anschaffen gehst. Und jetzt verschwinde! Das ist doch hier kein Schlafzimmer. Du willst doch nicht, dass man dir dein Gesicht zertrampelt, oder?
Das ist General Sheridan. Er benimmt sich gewöhnlich recht gut, aber er ist immerhin ein Esel. Schusswunde, was? Tja. Na, nun gib dir ruhig noch einen in deinem Knorpel. Ich will sehen, wie viel du vertragen kannst. Es soll schon mal einer im Schnaps ersoffen sein. Ein Bier. Geh, du was. Hallo, was verschafft uns denn die Ehre? Ah, grüß dich. Ich hab dich eine Ewigkeit nicht gesehen. Wo hast du gesteckt? Geht. Ich war ein bisschen Gold suchen. Hoffentlich hast du genügend Kies mitgebracht. Es war doch jemand, der mir einen spendiert. Keine Liebe mehr unter den Menschen. Die Kavaliere sind ausgestorben. Das tut mir aber leid. Du wirst doch nie eine Mine entdecken. Noch ein ganz genauer Abend. Nein, danke. Ja, stimmt so. Moment mal, mein Freund. Was heißt hier, das stimmt so? Zwei Biere kosten $4. Also her mit dem Geld. Was gibt's denn hier Schönes? Er will nicht zahlen. Ich habe bezahlt. In keiner Kneipe kostet ein Glas Bier mehr als 10 Cent. Das ist ein halber Dollar. Bedauere, aber Sie irren sich. In dieser Bar haben wir nämlich eigene Preise. Bei uns kostet ein Glas Bier $2. $2? Genau. Was seid ihr eigentlich hier? Halunken? Los, zieh doch schon. Ich warte. Tu bloß nicht so, als ob du dich schießen kannst. Ich krieg dich doch noch. Los. Hallo. Hallo. Nicht dran. Oh. Was hat denn der Kerl in den Taschen? Einen einzigen lausigen Dollar. Hm? So, dann bring den Burschen mal in die Küche und lass ihn eine Weile Teller waschen, verstanden? Wie schön du die dreckigen Teller sauber kriegst. Na los, fang schon an! Sie gefallen mir, Sie haben sich tapfer geschlagen. Es ist ziemlich lange her, dass jemand den Mut hatte, diesem Kerl die Zähne zu zeigen. Warten Sie hier, ich werde Ihnen was zu trinken holen. Halt, Augenblick. Was kostet das Wasser in dieser Kneipe?
Ich habe keinen Cent in der Tasche. Es spielt für mich keine Rolle, ob Sie Geld haben oder nicht. Was soll denn das? Wo ist der Teller? Wir hatten noch keine Zeit zum Abwaschen, Chef. Werden Sie denn gehen können? Armer General Sheridan, ich habe nicht mal Heu für dich. Na komm schon, Alter, wir wollen weg hier. Wo wollen Sie denn hin? So weit weg von diesem Kaff wie möglich. Sie sind doch nicht mal imstande, über die Straße zu laufen. Der nächste Ort ist weit. Ach, je weniger Menschen ich treffe, desto besser. Komm, General. Ich hab's ihm ja gesagt. Na, wie fühlt sich heute mein Patient? Nun seien Sie doch bloß nicht so verlegen, falls es Sie interessieren sollte. Ich habe Sie gestern Abend ganz allein ausziehen und ins Bett bringen müssen. Sogar Ihre Fußsohlen haben ein paar Striemen abbekommen. Essen Sie, das weckt die Lebensgeister. Sie sind in Wirklichkeit gar kein Cowboy, habe ich recht? Wie kommen Sie denn darauf? Ihnen fehlen die Druckstellen dort, wo die Cowboys welche haben. Hm? An den Handflächen. Oder was dachten Sie? Mir kann keiner was vormachen. Ein Cowboy, der einen Esel reitet, sowas ist noch nie da gewesen. Hm. Mir fehlt das Kleingeld, ein Pferd zu kaufen. Sie haben allerdings recht. Ich bin kein Cowboy. Aber in meinem Beruf muss ich auch sehr schwer arbeiten. Und was sind Sie? Sagen wir mal, ein Waffenspezialist. Aha. Ein Fachmann für Schießeisen also. Und wie heißen Sie? Ray. Aha. Und weiter? Das ist alles. Aha. Anscheinend wollen Sie, dass Ihr werter Name geheim bleibt. Ach, haben Sie General Sheridan schon versorgt? Wenn Sie Ihren Esel meinen, der ist versorgt. Er war mit so einer großen Kiste beladen. Wo ist sie? Sie meinen wohl Ihren Koffer, der steht hier. Ah, danke. Ihre Sachen sind hinüber. Haben Sie da noch was zum Anziehen drin? Nein. Na, ich sehe schon zu, dass ich was für Sie finde. Der einzige Stoff, den wir haben, ist geblümter Kattun. Aber ich mache Ihnen einen alten Anzug von meinem Vater zurecht. Oh, das wäre nett. Sie haben uns schon wieder reingelegt. Das Zeug in dem Wagen ist doch die Lieferung für uns. Sie haben alles aufgekocht, genau wie letztes Mal. So kann es nicht weitergehen. Das sind ausgekochte Erpresser. Wir müssen mit dem Sheriff sprechen. Weiß genau, dass es sinnlos ist. Wieso denn? Weil Brady seine Aufrechnung besagt. Wir wollen es trotzdem versuchen. Probieren geht über Studieren. Sheriff Braddock. Ja, was ist denn? Bradys Leute haben schon wieder die Lieferung weggeschnappt. Das weiß ich. Sie sind eben hier vorbeigekommen. Und was wollen Sie dagegen tun? Gar nichts. Gar nichts? Wir müssen Brady ungeschoren lassen, solange er etwas Legales tut. Es gibt wirklich kein Gesetz, das ihn verbietet, Ware zu kaufen. Und ich habe die Quittungen dafür selbst gesehen. Aber Sheriff, durch diese dreckige Methode ist er der Einzige, der hier was zu verkaufen hat. Ich
fürchte, das gehört zum normalen Sie reden so wie dieser Brady. Wie viel hat er Ihnen bezahlt? Als Maul! So macht man also legale Geschäfte. Er kauft unsere Waren zum Selbstkostenpreis und verkauft sie für das 20-fache des Normalpreises. Sowas kann er sich erlauben, weil der Kerl alle Konkurrenten ausgeschaltet hat. Das ist doch wohl nicht meine Schuld und ich habe keine Ahnung, was man dagegen tun kann. Soll ich mich vielleicht mit dem Arsch auf euren Wagen setzen und die Kutscher kniefällig bitten, nicht an Brady zu verkaufen? Sie brauchen die Kutscher um gar nicht zu bitten, Sheriff. Sie verkaufen nur, weil sie nicht abgeknallt werden wollen. Aber davon wollen Sie natürlich nichts wissen, nicht wahr? Denn Sie werden ja mit Whiskyflaschen bestochen. Hände weg, raus, sonst nehme ich euch fest, wegen irgendwas. Mir wird schon was einfallen. Raus hier, verschwindet! Er war schon besoffen, als wir reinkamen. Jetzt macht er weiter, bis der Stirnhagel voll ist. Das hätten wir uns wirklich sparen können. Wir haben es wenigstens versucht. Diese Krämerseelen glauben immer noch, dass der alte Saufbold von Sheriff etwas für sie tun wird. Wenn ich ein Mann wäre, ich würde diese Banditen niederknallen. Werden Sie es denn bis nach Mexiko schaffen? Es ist eine lange und gefährliche Reise durch unbewohnte Gebiete. Und Sie wissen ja, vollständig auskuriert sind Sie noch nicht. Es wird schon irgendwie gehen. Aber warum wollen Sie denn unbedingt nach Mexiko? Sie können hier in Desert Springs bleiben, wenn Sie nichts ausmacht, dass Brady und seine Banditen Ihnen auf der Nase rumtanzen. Mein Vater würde Ihnen gern Arbeit geben. Sie könnten mit dem Wagen aus Sacramento Ware holen. Nein, das geht leider nicht. Außerdem wäre ich bestimmt ein schlechter Kaufmann. Und dann habe ich in Mexiko auch noch etwas zu erledigen. Vielen Dank für alles. Auch für das Hemd. Ich würde mich gern revanchieren. Vielleicht kann ich es noch mal gut machen. Du willst doch nicht etwa verreisen? Das würde uns aber leid tun. Unser kleiner Küchenjunge will uns verlassen. Wir hatten noch nie einen so guten Tellerwäscher. Nun schau, dass du von den Vier runterkommst, verstanden? Wir lassen Tellerwäscher nicht auf Eseln durch die Gegend reiten. Wer sagt das? Das sag ich. Man soll Esel respektvoll behandeln. Augenblick mal, Freundchen. Wie kommst du dazu, ihn zu führen? Er führt dich. Esel sind mehr wert als Menschen. Sie sind klüger als du, kapiert? Vorsicht, mein Junge. Denk an die Worte des Sokrates. Scheißkerl! Was bist du doch bloß für ein zeckendämliches Schwein, du? Ich weiß schon, was dir fehlt. Du brauchst bloß wieder eine Abreibung. Wer sich in Geduld übt, findet den Stein der Weisen. Na los, und jetzt tu, was ich dir gesagt habe. Ein guter Junge. Wenn du immer tust, was man dir befiehlt, dann bekommst du nie Ärger. Na hier. Komm, Rechner. Hör auf, bis rein, trink. Na, mein Lieber, haben sich etwa Ihre Pläne geändert? Ja,
Schluss jetzt, du kriegst nichts mehr. Na, willst du noch einen? Danke, danke, du bist ein edler Mensch. Du musst dir den Fusel erst mal verdienen. Ganz klar. Selbstverständlich. Nein, Richter, nicht ein scheiß Billard. Heute wollen wir nichts für unsere Bildung tun. Wir werden uns ein bisschen amüsieren. Wir wollen lachen. Mach was Komisches. Bring uns zum Lachen. Ich weiß nicht recht, wie ich euch Brüder zum Lachen bringen soll. Ihr trampelt gern auf der Selbstachtung anderer Leute herum. Sowas ist hundsgemein und völlig witzlos. Männer, ich warne euch, ihr werdet noch bitter weinen. Ach, Richter, du brauchst uns hier doch keine Moralpredigt zu halten. Wir wollen lieber von dir diesen altmodischen Quatsch hören, du weißt schon, die komischen Gedichte. Mitbürger, Saufkumpane und Brömer, hört mich mal an. Begraben will ich diesen Scheißkerl in Cäsar. Nicht in Preisen. Was Menschen Übles tun, das überlebt sie. Ich bin schon besoffen, völlig blau. Und das Gute, das wird... Also, das wird mit Ihnen oft begraben. Ich habe gesagt, dass das Gute oft begraben wird. Er war mein Freund, der Cäsar. Cäsar war ein Freund für mich. Gib mir noch einen, ja? Doch Brutus sagt, dass er voll Herrschsucht war. Und wir müssen ihm schließlich glauben, diesem Brutus. Der Brutus ist ein ehrenwerter Mann. Hier sind 300 Dollar. Warten Sie, Ray. Ich habe hier noch etwas für Sie. Meinem Vater nützt es nichts mehr und Sie werden es bestimmt gut gebrauchen können. Damit kann ich nichts anfangen, Sheila. Ich würde nicht mal ein Scheunentor auf 3 Meter Entfernung treffen. Das ist doch wohl ein Witz, Sie als Waffenfachmann? Ich weiß alles über Waffen, aber schießen kann ich nicht. Wiedersehen. Forward, General. Sheila, der Mann, der da eben weggeritten ist, war doch Ray. Hast du ihm unser ganzes Geld mitgegeben? Ja. Wieso? Hoffentlich bist du dir im Klaren, was du da gemacht hast. Na, bei uns sind doch 300 Dollar nur Papierfetzen. In Sacramento bekommen wir die Ware, die wir brauchen. Dann haben wir im Laden was zu verkaufen. Ray wird uns diesmal die Wagenladung nicht wegschnappen können. Kein Problem. Ich habe ein wunderbares Mittel gegen Halsschmerzen. Es wirkt todsicher. Du wirst staunen. Na, hoffentlich. Ich hol's dir. Ach, das ist aber merkwürdig. Wo habe ich's denn hingelegt? Ich möchte wetten, dass es in der Schublade war. Mhm. Ich verleg's immer. Deshalb habe ich hier Reservepackungen drin. Mach es so, wie ich dir sage. Ich möchte, dass alles glatt abläuft, verstehst du? Eins musst du dir endlich merken, Lucky. Achtung vor dem Gesetz ist die stärkste Waffe, die wir haben. Ich will nicht, dass Gewalt angewendet wird. Wir machen es immer auf die friedliche Tour. Ich fühle mich unwohl, wenn ich mal brutal werden muss. Mir geht's genauso wie dir. Aber wir müssen doch irgendwas unternehmen, sonst bekommen die O'Connors Waren für ihren Laden und ruinieren unsere Preise. Unser altes System klappt doch nicht, wa? Schließlich gebe ich genug Geld für Martins Spitzeldienste aus. Ich sag dir, der Fremde ist ein knallharter Bursch. Auf keinen Fall verkauft er an uns. Du kannst ihm ja mehr bieten. Ich weiß, dass Sie hier irgendwo sein müssen. Ah, jetzt habe ich sie. Gut, dass ich noch eine Schachtel in Reserve hatte. Nimm dir ruhig noch eine. Vielen Dank, Fanny. Meinst du wirklich, sie helfen? Ja, natürlich. Sie enthalten doch Potassiumchlorat. Aus den Dingern wird Schießpulver gemacht. Aber sie wirken großartig bei Halsschmerzen. Du wirst es erleben. Meine Meinung kennst du ja. Ein Sechsschüssiger überzeugt mehr als die beste Überredungskunst. Ach, mach doch, was du willst. Hauptsache, diese Wagenladung geht uns nicht durch die Lappen. Und noch etwas, Lucky.
Ich will auf keinen Fall, dass du dich irgendwie persönlich einmischst und größte Vorsicht bei dem ganzen Unternehmen. Ich verlange, dass alles glatt geht, ist das klar? Was willst du? Was zu fressen? Ich hab nichts. Fressen will ich. Ich verkaufe aber nichts. Du Blödling. Ich habe überhaupt kein Geld. Irgendwas wirst du noch bei dir haben. Du brauchst nicht gleich zu schießen. Nimm deine Kanone weg. Mit mir und meinem Esel kannst du gern was essen. Wir wollen mal sehen, was die Küche den hungrigen Reisenden zu bieten hat. Pfannkuchen? Fleischkonserven? Kaffee? Whisky. Und als Nachtisch gebackene Bohnen. Ich dachte, es wäre dir gleich aufgefallen. Das mit den Händen? Bisher nicht. Und du hattest doch keine Angst, dass ich dich umlege? Ich habe doch ziemlich gut getroffen. Das kann ich nämlich auch ohne Finger. Zeig mal her, die Knarre. Fang auf. Eine gute Waffe, so blöd, dass ich sie nicht mehr richtig gebrauchen kann. Ich war der beste Schütze in ganz Sacramento. Was ist denn passiert? Weißt du, im letzten Winter, da waren ein paar Kerle hier. Die wollten eine Bande gründen. Ich sollte mitmachen. Aber ich wollte nicht. Und da haben sie mir die Finger gebrochen. Einen nach dem anderen. Ich will mich nur auskurieren. Dann rechne ich ab. Seit 3 Monaten lebe ich da draußen in der Wüste und warte darauf, dass meine Hände besser werden. Weißt du, vor 3 Monaten, da konnte ich noch kein Schießeisen halten. Aber ich habe es nicht so eilig. Es ist mir scheißegal, wie lange ich noch in dieser verdammten Wüste hocken muss, wenn ich mich nur eines Tages rächen kann. Welcher Finger ist denn heil? Nur mein rechter Daumen. Ist doch immerhin etwas. Ja, bestimmt. Du könntest immerhin Wanzen damit zerquetschen, ne? Tja. Ich glaube, das könnte gehen. Es ließe sich vielleicht einrichten. Na, mal sehen. Ganz interessant. Was ist denn los mit dir? Ach, gar nichts. Hast du eben gefeuert, ohne den Abzug zu ziehen? Tja, es tut mir leid, Junge, aber deine Finger werden nie mehr so werden, wie sie früher mal waren. Aber mach dir nichts draus. Jedes Problem lässt sich irgendwie lösen. Es geht auch anders. Man muss es nur versuchen. Pass mal auf. Fanny, du hattest recht. So, womit denn? Diese Tabletten sind fantastisch. Guten Morgen. Na, siehst du?
herzlichen Dank. Wie schön, dass ich heute Abend singen kann. Eine Verehrung. Und was ist für den Mann das Höchste auf der Welt? Ehre und Ruhm, sie geben ihm niemals den Himmel der Zufriedenheit, wenn nicht die Augen der Herz aller Liebsten mit Wohlgefallen ihn beschenken. Ah, ich weiß schon. Das hat doch dieser Sokrates gesagt, nicht wahr? Nein, das ist von mir. Eigene Schöpfung. Ich gehe jetzt üben, Fanny. Auf Wiedersehen. Mach's gut. Hallo, Mike. Ja, Miss Fanny. Ich möchte gern etwas geblümten Gattun kaufen. Sie machen sich über mich lustig. Ich habe keinem Menschen etwas getan. Nein, aber Ihre Tochter. Ach. Bestellen Sie ihr, wenn sie es nur ein einziges Mal versuchen sollte, dann... Komm her, du Mist! Wenn ich sie erwische, mach ich dich zur Schnecke. Schreck dich schon, du Arsch! So, habe ich dich endlich, du dreckiger Lasejunge. Ich werde dir helfen, meine Tabletten zu stehlen. Warte, mein Junge. Lass ihn zufrieden. Wie kommst du dazu, dich hier einzumischen? Also, wenn du den Jungen nicht in Ruhe lässt, dann wird es dir leid tun. Du scheinst nicht zu wissen, dass er meine Halstabletten gestohlen hat. Er macht nämlich Schießpulver daraus und erschrickt damit die Pferde. Hör dich nicht auf, wenn du beim Singen mal ein bisschen krächzt, Fanny. Dann kommt deine Stimme besser zur Geltung. Miss Schiller. Miss Schiller! Ach, was willst du denn? Pass auf, mein Junge, du machst jetzt, dass du verschwindest, sonst könntest du wieder Ärger kriegen, hörst du? Warten Sie, ich muss Ihnen etwas sagen. Na, was denn? Es geht um Ihren Freund, Miss Schiller. Was für einen Freund denn? Ray, Sie wollen ihn nämlich umbringen. Bist du sicher? Woher weißt du das? Ich habe doch alles gehört, Miss Schiller. Wenn er Ihnen die Ware nicht verkaufen will, wollen Sie ihn umlegen. Sheila, wo willst du denn hin, Mädel? Nehme ich mir vor, das ist meiner. Los jetzt! Ach, sieh mal einer an. Das ist ja unser alter Freund. Nein, so ein Zufall. Wie kommt es eigentlich, dass du keine Teller mehr wäschst? Hat man dich befördert? Was willst du? Dich einsagen. Oder was hast du gedacht? Aber wir können alles in Freundschaft regeln, wenn du mir die Waren verkaufen willst. Ich habe nur das Gefühl, du bist kein Geschäftsmann, sondern ein Dickschädel, falls ich mich richtig erinnern sollte. Ja, du erinnerst dich ganz richtig. Das ist dein Wort. Weißt du was? Und nun ein Gegenvorschlag zur Güte. Vielleicht nimmst du ihn an. $3 sind doch ein guter Preis für die Ladung, oder nicht? Was ist? Du wirst doch so ein großzügiges Angebot nicht ausschlagen. Nehmt mal schön die Händchen hoch. Was sagen Sie, Reggie? Wie gefällt Ihnen Ihr neuer Job? Tja, ich weiß nicht recht. Sheila. Was machen wir mit Ihnen? Na, wir lassen Sie hier. Sie sollen sich zum Teufel scheren. Nur Pancho nehmen wir mit. Den will ich selber abliefern. Halten Sie mal die Zwiebel, bitte. Hey! Hey!
alles schiefgegangen. Ja, ja. Dieser Pancho hat natürlich alles verbuckt. Die Hornochsen bilden sich ein, sie können ja machen, was sie wollen. Du hättest auf Lucky hören sollen. Dann wäre der Wagen nicht durchgekommen. Ach, Blödsinn. Ich will keine Gewalt. Wenn die Schießereien erst mal anfangen, dann weiß man nie, wie es endet. Und ehe wir uns versehen, haben wir den Gouverneur auf dem Hals. Wenn man laufend Wolle haben will, dann soll man sich eine Schafherde halten und die Tiere regelmäßig scheren, aber doch nicht lebend abhäuten. Also, was soll man denn nun mit dem Pancho machen? Ach, das ist mir doch scheißegal. Kleinere haben Sie wohl nicht, was? Nein, das ist meine kleinste. Wissen Sie, Reh, warum helfen Sie bei den O'Connors im Laden nicht verkaufen? Man kann doch mit den Waren eine schöne Stange Geld verdienen. Ach, das interessiert mich nicht so sehr. Ich kümmere mich nicht viel um Geschäfte. Sowas hier gefällt mir besser. Was ist denn das da? Ein Hebel, sehen Sie? Ein Hebel? Was kann man denn mit so einem Ding da machen? Haben Sie schon mal was von Archimedes gehört? Archimedes? Nein, hier in der Stadt kenne ich keinen, der so heißt. Archimedes hat gesagt, gib mir einen Hebel und ich verändere die Welt. Und Sie wollen mit diesem kleinen Ding da die Welt verändern? Verändern kann ich sie nicht. Aber vielleicht etwas verbessern. Man hat diesen dämlichen Pancho schon festgenommen und wegen Erpressung und Raub angeklagt. Wir haben überhaupt nichts mit dieser Sache zu tun, habe ich dem Sheriff gesagt. Sehr schlau. Nun findet der Prozess in Sacramento statt und alles kommt heraus. Nein, du irrst dich, Kind. Der Prozess geht hier über die Bühne. Aber Brady, bei uns gibt's doch nicht mal einen Richter. Eben. Dann wird's Zeit, dass wir einen kriegen. Deshalb Springs ist schließlich groß genug für eigene Richter, eigene Anwälte und eigene Prozesse. Du organisierst sofort ein Komitee, das den Richter wählt. Ich glaube, es haut hin. Der ewig besoffene Lennox wäre genau der Richtige. Wo ist der Angeklagte? Aufstehen! Na los! Etwas plötzlich! So, das ist schon besser. Sie haben das Gericht zu respektieren. Na, und jetzt verpasse ich Ihnen noch das Urteil. Angeklagter Pancho, ich habe Sie in folgenden Anklagepunkten für schuldig befunden. Alkoholmissbrauch, schwere Erpressung und die anderen Punkte habe ich vergessen. Ah! Ruhe im Gerichtssaal! Angeklagter, ich verurteile Sie zu $30 Geldstrafe. Hm? Ist irgendwas unklar? Danke sehr. Also, das wären dann zusammen $1,360 Bargeld, dazu 20 Unzen Gold. Wenn Brede den gleichen Kram verkauft, verdient er 5-mal so viel daran. Unbedingt. Wir ziehen ja auch niemand das Fell über die Ohren, nicht wahr? Unsere Preise sind nicht gerade niedrig wegen des Risikos. Aber gerecht sind sie trotzdem. Na schön, wir haben es einmal geschafft, aber ein zweites Mal gelingt es auf keinen Fall. So, warum denn nicht? Du bildest dir doch nicht ein, dass Brady sich das gefallen lässt. Das hängt davon ab, wie wir die Sache anpacken. Ich möchte wissen, woher Brady weiß, dass eine wahre Ladung unterwegs ist. Tja, das frage ich mich schon lange. Ich habe das Gefühl, dass Martin von ihm bestochen wird. Und was machen wir dagegen? Wir werden einfach nichts mehr von ihm beziehen. Unsere Waren kaufen wir jetzt in einer anderen Stadt. Dann erfahren Brady und seine Leute nicht, wenn etwas ankommt. Du stellst dir das alles so leicht vor. Man muss etwas unternehmen. Wir haben alles verkauft. Die Regale sind leer und jetzt brauchen wir unbedingt neue Ware. Ich bin soweit. Ich zäume mal den Esel auf.
Armer General Chinnigan, du hast den Krieg erlebt und nun haben dich die Krämer beim Wickel. Er muss das alles ausbaden. Die Tiere. In Sacramento werde ich mir Pferd und Wagen kaufen. Gute Idee. Du bist überholt, Lucky. Die Zeit der großen Revolverhelden ist vorbei. Heute kommt's nicht mehr auf die Kanone an, sondern auf den Grips hier drin. Na, aber wenn andere Leute mehr Grips hier oben haben, was soll dann passieren? Ja. Ich muss Lucky recht geben. Wir haben doch nur einen Mann hier in der Stadt, der uns in die Suppe spucken will. Wenn wir mit ihm fertig sind, werden die anderen von ganz allein wieder klein und hässlich. Natürlich wollen wir ihn loswerden. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Aber das wird so gemacht, wie ich es will, verstanden? Desert Springs wird immer größer und bedeutender. Hunderte von Goldgräbern kommen hierher und kaufen ihren Proviant ein. Falls die Moneten langen. Wir sind ja kein Wohltätigkeitsverein. Vielleicht müssen wir Maßnahmen treffen, um unsere Interessen zu schützen. Ihr solltet euch immer darüber im Klaren sein, die Gesetze sind dazu da, dass wir sie ausnützen. Denkt ihr nicht auch, dass Sheriff Braddock ein bisschen Arbeit gut tun würde? Hallo, mein Freund. Kannst du nicht Hallo sagen, ohne rumzuknallen? Siehst du, das war mit meiner Rechten. Mit meiner Linken bin ich fast genauso schnell. Aber mach doch nicht die Pferde scheu. Du, das ist ja nicht der Weg nach Desert Springs. Entgegengesetzt. Ja, ich weiß. Aber an der Hauptstraße wartet ein kleines Empfangskomitee. Hier kommst du nicht weiter. Dieser Weg führt doch über den Berg. Und mit dem beladenen Wagen schaffst du das nie. Du kriegst ihn in Desert Springs wieder. Es wird Zeit, dass ich meine alten Freunde mal besuche. Ah, ich zeig dir den Weg. Hier wird uns keiner aufhalten. Hey, hey! Sieh mal an, wer da kommt. Der Scharfschütze. Na, was machen denn die Fingerchen? Da sehen ja nicht sehr gut aus. Schön. Wie wär's denn, wenn wir dir jetzt mal zur Abwechslung die Beine brechen? Du musst dich doch hier sehr einsam fühlen, ne? Darf ich mir eine Zigarre anstecken? Kannst du paffen, so viel du nur willst. Komm her, der Weg ist frei. Freund, der für die Gerechtigkeit gekämpft hat. Tja, so kommt es. Er hat es niemals zugeben wollen.
Wo sind die anderen Banditen? Ja, unsere Freunde sind jedenfalls da. Lassen Sie die dummen Witze. Sagen Sie mal, woher haben Sie diesen Wagen, Sheriff? Wagen, ja. Aus Sacramento. Aber Martin hat gesagt, er hätte Ihnen nichts verkauft. Ganz richtig. Wir haben uns nämlich entschlossen, nicht mehr bei Martin einzukaufen. Er redet zu viel. Was ist hier eigentlich los? Jetzt nimm gefälligst deine Finger da Augenblick weg, sonst... Augenblick mal, Sheila. Wir verlangen eine Erklärung. Du musst schon mit der Wahrheit herausrücken. Das Zeug stammt aus Martins Lager. Ihr habt es gestohlen von diesem Kutscher hier. Stimmt's? Was? Das nimmst du sofort zurück! Halt sie fest! Lass mich los! Sofort aufhören! Ich nehme diesen Mann wegen Straßenraubes fest. Los, schaff den Kerl rein! Vergesst nicht, er hat Anspruch auf einen regulären Prozess. Ja, er soll seinen Prozess haben. Seien Sie doch nicht so wild, meine Herren. Loslassen! Lasst mich los, ihr Schweine! Heb dir deine Puste auf, Junge. Die geht dir noch früh genug aus, wenn wir dich aufhängen. Ein simples Beispiel angewandter Geometrie. Aber von euch kann ja niemand eine Hypotenuse von einem Eselsarsch unterscheiden. Passt mal auf. Entschuldigen Sie, Herr Richter, Sie können gleich mit ihm weiterspielen. Hier ist ein Verbrecher. Die Geschworenen haben den Sachverhalt schon geprüft. Welchen Sachverhalt? Hau ab! Nun sind Sie dran. Sie verurteilen ihn, damit wir ihn hängen können. Und dann werden wir uns alle einen hinter die Binde kippen. Ich glaube, du wirst keine Teller mehr waschen. Wir halten es für notwendig, in diesem Fall das Gesetz in seiner ganzen Strenge anzuwenden. Aber wir glauben auch, dass sich der Angeklagte vor einem regulär zusammengesetzten Gericht zu verantworten hat. Ach, lassen Sie doch diesen Blödsinn, Richter. Wir haben keine Zeit für Ihr Gequassel. Der Kerl muss sofort aufgebaumelt werden. Beeilen Sie sich doch mal mit Ihren Scheißgesetzen. Hey! $20 oder 20 Tage. Wegen Beleidigung des Gerichts. Sheriff! Ich übergebe Ihnen den Gefangenen. Sperren Sie ihn ein. Der Prozess wird auf morgen vertagt. Und die Geschworenen werden ausgewählt, wie das Gesetz es vorschreibt. Damit ist die Sitzung geschlossen. Sind Sie verrückt geworden, Sie Blödmann? Los. Was soll das? Was hast du dir gedacht, du versoffenes Schwein? Worauf warten wir eigentlich noch? Habt ihr das schon mal gehört? Jack Doolittle. Ein Cowboy aus Texas. Er wurde aufgehängt, weil er Pferde geklaut haben sollte. Und ich hatte ihn zum Tode verurteilt. Er musste also sterben. Aber 3 Monate später erwischten wir den wirklichen Dieb auf frischer Tat. Nun seid ihr Armleuchter im Bilde, warum dieser Richter hier runtergekommen und ein Säufer geworden ist. Da! Die alte Wahrheit. Die schafft auch ihr nicht aus der Welt. Alle Menschen haben nämlich ein Recht auf Leben und auf Freiheit. Genug! Braddock, wo ist der Gefangene? In der Zelle.
Im Gefängnis. Na gut, Sie können jetzt nach Hause gehen. Lassen Sie aber den Zellenschlüssel auf dem Tisch liegen. Aber ich kann doch nicht einfach gehen. Ich muss doch Wache halten. Nicht? Ich habe Ihnen doch ganz klar gesagt, Sie sollen den Schlüssel liegen lassen. So, nun verschwinden Sie. Selbstverständlich. Ganz wie Sie wünschen. Wissen Sie, Braddock, so ein Verbrecher leidet manchmal ganz verteufelt unter seinen Schuldgefühlen. Ich habe mit überlegt, es wäre doch furchtbar, wenn sich ein Gefangener von Sheriff Braddock in seiner Zelle erhängen würde, in so einem scheußlichen Anfall von Schwermut. Hm? Was sagt ihr dazu? Mensch, da würden wir uns in den Arsch beißen. Es ist nichts mehr los mit einem, wenn man alt wird. Wir werden alle Feiglinge. Aber hin und wieder besinnt man sich darauf, was man mal war. Wie zum Beispiel heute, dieser Richter Lennox. Hör zu, Ray. Mach, dass du aus der Stadt verschwindest. Es ist besser für uns alle. Aber geh nicht ohne Sheila. Sie ist ein prachtvolles Mädchen. Ich kenne sie von klein auf. Weißt du, ich bin nämlich Sheilas Patenonkel. Da staunst du, was? Grüß dich schön von mir. Mitkommen, wir müssen zuerst diesen Besoffenen verarzten. Ja, der ist aber ganz schön voll. Himmel, Arsch und Zwirn ist der schwer. Der Whisky hat's in sich. Sorry, Junge, jetzt lernst du fliegen. Er rollt bloß nicht so gut wie ein Whiskyfass. Schluss jetzt mit diesem Quatsch. Wir haben noch was Wichtigeres zu tun. Sollen los, wir ihn hier liegen lassen? Schmeißen doch in die Regentonne. Das ist aber gemein, da muss er doch Wasser saufen. Na, ja, das muss der Mensch ja machen. Was willst du denn von uns? Runter da! Vorsichtig! Du würgst mich! Als Maul! Ich ersticke! Los, komm! Gib den Strick her! Los, mach schon! Den kriegen wir schon. Wo ist das Schwein hin? Ich weiß schon, wo wir ihn finden. Los, kommt. Nicht! Was wollt ihr? Wo steckt die Sau? Ich glaube, ihr seid alle verrückt.
Was wollt ihr? Ich habe doch niemand versteckt. Ich weiß überhaupt nicht, was ihr wollt. Was du nicht sagst. Wir sind doch nicht dämlich. Weißt du noch nichts, Connor? Bitte? Welch Glanz! Vater! Sheila. Du Hund! Ihr Mörder! Mach, dass ihr rauskommt! Mistpack! Du dreckiger Glatzkopf, du! Ich reiß dich in Stücke! Ach, das ist mir büßen! Loslassen! Au! Los, mach, dass ihr rauskommt! Weg hier! Nehmt sie mit! Beeilt euch und macht euch schnell unter Marsch! Was ist mit dir los? Willst du hier übernachten? Das Weibstück tritt schlimmer als ein Esel. Ja, ich will endlich wissen, was mit Martins Wagen passiert ist. Ich weiß nicht. Das sage ich nicht. Brady lässt mich kalt machen. Junge, wenn du nicht auspackst, dann mache ich dich kalt. Und zwar sofort. Lass das. Ich will sagen, wo der Wagen ist. Also wenn ihr mich fragt, ich glaube ja nicht, dass ihr ihn finden werdet, aber versuchen kostet ja nichts. Hör zu, Schätzchen, die Jungs sind dabei, deinen Freund zu schnappen. Du darfst mit zur Beerdigung. Raus hier! Also, wir werden Ihnen alle suchen helfen, Sheriff. Und machen Sie sich keine Sorgen, wir lassen den Vogel nicht entwischen. Ich komme dann gleich nach. Wir haben noch etwas zu erledigen. Diese Jagd werde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Gut. Ach ja. Und den Suchtrupp müssen Sie natürlich zusammenstellen, mein lieber Sheriff. Ja, ja, selbstverständlich. Du kannst jetzt gehen, Kind. Augustin leistet ihr Gesellschaft. Er kann nicht reiten, weil sein Bein noch steif ist. Na, und wie? Aber wo soll ich denn hingehen? Dies ist immer noch mein Zimmer. Du gehst rüber zu mir. Mach schon, Fanny. Den Weg dorthin kennst du ja gut, nicht wahr? Ach, dumme Kuh. Ich würde an Ihrer Stelle vorsichtiger sein, Miss Sheila. Tatsächlich? Allerdings. Sie sind nämlich für uns ein Problem. Meine liebe Miss Sheila, offiziell sind Sie von Ihrem Freund Ray entführt worden, nachdem er aus dem Kittchen geflitzt ist, Ihren Vater umgelegt und Ihr Haus angesteckt hat. Ist das klar? Sie sehen ein idealer Vorwand für uns, ihn aufzuknüpfen, sobald der Suchtrupp ihn gefunden hat. Ohne mit einem albernen Prozess Zeit zu verschwenden. Schade um Ray. Aber was machen wir denn nun mit Ihnen, mein Herzchen? Fürs Erste wird Augustin an ihrem Bettchen Wache halten, aber wenn unsere Jungs erstmal mit ihrem Entführer abgerechnet haben, na, dann werden wir sehen. Komm. Keine Sorge, den schnappen wir bald. Weit kann er ja nicht gekommen sein. Lass schon sehen. Lass dir die Zeit nicht lang werden, Puppe. Hör mal, weißt du eigentlich, warum ich das mache? Weil ich hoffe, dass du mich auch so anderen bist wie Miss Fanny. Dann kann ich endlich mit dir abrechnen. Ah.
Es sind jetzt alle da, es fehlt keiner mehr. Sheriff, der Suchtrupp ist bereit. Los, aufsitzen! Halt, einen Augenblick, Jungs, wartet noch einen Moment. Zuerst müsst ihr noch als meine Gehilfen vereidigt werden, sonst ist doch der Suchtrupp nicht legal. Ah ja, natürlich, aber macht ein bisschen schnell. Hebt mal die rechte Hand hoch. Nein, also Leute, so geht das nicht. Das ist ungesetzlich. Ihr könnt doch nicht alle gleichzeitig schwören. Immer einer nach dem anderen. Er hat recht. Na dann los, worauf warten Sie noch, Sheriff? Keine Sorge, es dauert wirklich nicht lange. Na dann fangen wir gleich mal mit Ihnen an, Mr. Brady. Heben Sie bitte die rechte Hand und sprechen Sie mir nach. Ich muss dich mal wieder fesseln. Der Arzt sagt, mein Bein braucht alle halbe Stunde einen neuen Verband. Mach mir keine Dummheiten, Mädchen, sonst. Kann ich deine Zigarette weiter rauchen? Meinetwegen. Ich wusste gar nicht, dass du qualmst. Aber das beruhigt deine Nerven, bevor sie dich aufbaumeln werden. Liebling, ich hoffe für dich, dass du recht behältst. Geben Sie bitte die rechte Hand und sprechen Sie mir nach. Ray. Ah. Hier ist Ihr Zeuge, Mr. Brady. Und hier ist der Wagen, den ich gestohlen haben soll. Er war in der Nähe des Berges versteckt. Er sagt, das hätten Sie alles befohlen, Brady. Es tut mir leid, Ray, aber ich muss Sie verhaften. Sie stehen unter dem Verdacht, Mike O'Connor ermordet zu haben und Sheila soll Sie entführen. Was quatschen Sie von Verdacht? Jeder weiß, dass dieses Schwein schuldig ist. Wir werden ihn aufbauen, bevor er uns wieder durch die Lappen geht. Sieh zu, dass du wegkommst, Ray. Nein, bin ich nicht da hinterher. Ich bin ihn mit. Diesmal hast du keine Chance. Diesmal kannst du nicht wieder abhauen. Wir warten hier auf dich. Wenn du nicht sofort rauskommst, dann holen wir dich. Na, was ist? Du hast wohl die Hosen voll. Wir tun dir nichts, Kleiner. Worauf wartest du eigentlich? Wir werden wie Männer kämpfen. Ich schmeiß dir eine Kanone auf. Oder hast du keinen Bomb in den Knochen? Na,
was soll denn das? Sie werden nicht einverstanden sein. Alles wegen General Sheridan. General Sheridan? Ja, dem Richtigen. Nicht mal versuchen will er es. Er sagte, es sei zu riskant. Im Kampf könnte man es bestimmt nicht gebrauchen. Er sieht so friedlich aus, als ob er keiner Fliege was getan hätte. Man darf eben nie nach dem Äußeren gehen. Ich habe noch nie beim Sargvernageln so viele zufriedene Leute gesehen. Er sagte, er kann nur Waffen gebrauchen, die praktisch sind. Und das ist meine ja. General hatte wahrscheinlich Angst, seine gute Stellung zu verlieren. Mit solchen Dingen kann man nämlich den ganzen Krieg in 15 Minuten gewinnen. Vielleicht werden dadurch sogar Kriege verhindert. Du kannst wirklich stolz auf deine Erfindung sein, mein Junge. Und nimm's nicht tragisch, Ray. Du bist nicht der Einzige, der heute zum ersten Mal zur Waffe gegriffen hat. Wisst ihr auch, warum ich nie schießen gelernt habe? Weil ich mein linkes Auge nicht zukneifen konnte. Aber diesmal war es einfach. Reddys Komplizen haben dafür gesorgt. Oh. Wo willst du nun hin? Tja, ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich nach Mexiko weiterreisen und dort das Militär überreden, meine Erfindung zu kaufen. Na und jetzt? Nicht mehr. Ich habe alles, was ich überhaupt besaß, in diese Erfindung reingesteckt. Wahrscheinlich hatte dieser Pancho doch recht. Das war sehr dumm. Das glaube ich nicht. Und dein Name wird dir auch schon eingefallen sein. Du hast eine Waffe erfunden, die automatisch schießt. Ja, das Maschinengewehr. Thompson. Ich heiße Raymond Elvis Thompson. Aus Cincinnati, Ohio. Jetzt betreten wir den Saal mit den Porträts der berühmtesten Schüler von West Point. Das ist General Sherman, er eroberte Atlanta. Und das ist General Ulysses Grant. Er hat nach der Einnahme von Richmond den Sezessionskrieg beendet. Hier General Beauregard. Und das ist der berühmte General Sheridan, Befehlshaber der 1. Division der Kavallerie, ein profunder Waffenkenner, dem wir den Einsatz der automatischen Waffen in der amerikanischen Armee zu verdanken haben. Und wer ist das hier? Ich weiß es nicht genau. Ein gewisser Thompson. Er soll ein Mitarbeiter von General Sheridan gewesen sein.